Wieder unterwegs und ja, hier ist wieder einer dieser vielen, vielen Seen, die es in Chile gibt. In Europa wäre jeder dieser einzelnen Seen eine touristische Attraktion. Hier ja, ist das einfach normal. Achso, und heute können wir leider diese geplante Tour nicht hochgehen. Weil der Gletscher dürfte definitiv in den Wolken sein. Am Nachmittag wäre es möglich, aber dass eh nur bis 13.30 Uhr erlaubt ist, da hochzugehen, macht es. Jetzt fahren wir über die Puente Helmut Hopper-Dietzel. Helmut Hopper-Dietzel war einer der vier Deutschen, die dieses Gebiet hier urbar gemacht haben. Aha, und wann war das? 1935. Kannst du mal sehen, ne? Also heute Morgen haben wir schon ein bisschen bewölktes Wetter. Schade. Ja, meine Heidi ist so traurig, dass sie den Berg nicht hochgehen kann. Ja. Genau. Was wir jetzt hier vor uns sehen, ist kein See mehr, sondern es ist ein Fjord. Also direkter Zugang zum Meer. Ja, man sieht auf der Carretera Austral regelmäßig Radfahrer. Das ist schon eine mutige Angelegenheit, das alles hier zu machen. Uiuiui. Richtig. Ui. Nicht so einfach. Jetzt links abbiegen. Ja. Schön, siehst du das? Mhm, ja. Wolken verziehen sich. Die Sonne kommt. Schön. Ja, so wunderschön. Schon wieder Berge. Ja, das kann einem auch hier mitten auf der Strecke passieren. Ist keine Ampel, aber hier ist eine Baustelle und da sitzt jemand, der so ein Schild dahinstellt. Pare heißt Stopp. Das hier ist sozusagen eine lebende Ampel. Jetzt? Was passiert jetzt? Gute Frage. Sieger heißt, wir dürfen fahren. Continue. Zona Urbana. Was heißt das? Bewohntes Gebiet. Ja. Und die Zacken da oben. Ja. Du kommst kaum 500 Meter von der Stelle, schon hast du den nächsten Aussichtspunkt. Schatz, wir können ja nicht alle 50 Meter anhalten. Nein, jetzt sind alle 500 Meter. Ja. Wir kommen ja heute Abend um 9 erst im Hotel an, nein, ohne dass wir eine Wanderung gemacht haben. Nein, das glaube ich nicht. Thank you.
ist auch unglaublich gewaltig hier. Ganz, ganz, ganz wenigen Orte, die es hier in diesem Teil von Patagonien gibt. Zona Urbana heißt das. Nicht der Ort, sondern so heißt, heißen solche winzigen Städtchen. Zona Urbana. Und in unserem Hostel angekommen. Sehr ehrwürdig und alt. Heidi trägt unsere Daten hier ein und ins Gästebuch.